Corona-Krise hat den Sportbund Rheinland mit aller Wucht getroffen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle arbeiten seit nunmehr schon 3 Wochen im Homeoffice. Eine von den Mitarbeiterinnen ist Vera Sendermann. Sie betreut die digitalen Aus- und Fortbildungsangebote und hat momentan auch wegen Corona einiges zu tun. Hallo Vera, ich grüße dich. Hallo Wolfgang. Wie sieht denn derzeit dein Arbeitsalltag aus? Ja, wie auch alle meine Kollegen sitze ich im Homeoffice und bin mit Laptop ausgestattet, sodass ich bequem von zu Hause aus arbeiten kann. Statt auf dem Flur oder im Konferenzraum treffen wir uns im Moment online per Videokonferenz. Und ja, so sieht man sich auf jeden Fall immer mal wieder. Auch vor der Corona-Zeit war mein Aufgabengebiet schon sehr digital ausgerichtet. Ich war für die Webinare oder ich bin für die Webinare zuständig und betreue auch die Blended Learning-Lehrgänge bei uns im Sportbund. Hatte jetzt natürlich noch einiges zu tun, um die Kollegen und auch die Referenten etwas digitaler zu machen und zu schulen in dem Umgang mit der Plattform, mit der man Videokonferenzen abhält. Ja, das ist ja gut zu hören, dass auch schon vor Corona die Digitalisierung im Haus des Sportes Einzug erhalten hat. Aber welche Aus- und Fortbildungen werden denn momentan neu konzipiert und wie sieht da die besondere Herausforderung aus? Ja, natürlich ging es jetzt auch daran, die Sportpraxis, Teile digitaler zu gestalten. Hier hat zum Beispiel die Sportjugend Sportspiele-Tipps entwickelt. Die werden regelmäßig auf der Facebook-Seite von der Sportjugend und auch auf der Facebook-Seite vom Sportbund Rheinland veröffentlicht. Und die Blended Learning-Ausbildung von den Vereinsmanagern, die hat jetzt komplett digital stattgefunden oder findet gerade komplett digital statt, sodass auch die Präsenzphasen, den Webinare umgemodelt wurden und jetzt komplett von zu Hause aus der Grundlagenlehrgang absolviert werden kann. Ja, des Weiteren haben wir alle Kurzseminare, soweit es ging, in Webinare umgeformt und können so weiterhin unseren Verein mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dennoch glaube ich, dass einige noch Probleme mit der Digitalisierung haben, wenn ich da vielleicht an unsere älteren Mitglieder denke. Wie lautet denn dein Rat an diejenigen, die noch Scheu haben, jetzt sich in diese digitalen Fortbildungsangebote einzuschalten oder anzumelden? Ja, natürlich keine Scheu zu haben. Keiner kann das Internet löschen und keiner kann aus dem Internet runterfallen. Und bei Fragen stehen wir auch jederzeit per Telefon zur Verfügung. Und wir können oder Sie können beruhigt sein, dass auch ältere Generationen es mittlerweile gut hinkriegen, sich zu den Webinaren hinzuzuschalten. Und kleinere Hürden können wir auch gut am Telefon beseitigen. Das hört sich gut an, Vera. Und vielen Dank für deine Ratschläge. Ich hoffe, dass sich jetzt noch mehr dazu entschließen werden, bei uns auch mal digital vorbeizuschauen. Und ich hoffe für uns ganz persönlich, dass wir uns bald wieder auch offline und ganz real mit den Kollegen im Haus des Sportes wiedersehen. Also bis dahin, alles Gute. Dankeschön.